Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in Ikaros mit mir in Zausel. Wir haben eine große Aufgabe. Wir müssen haufenweise Nahrung sammeln. Und ich habe mir gedacht, anstatt dass wir jetzt da irgendwie uns hinstellen und Nahrung jetzt hier erarbeiten, indem dass wir uns solche Pots bauen, wo man die Nahrung anpflanzen kann. Ah, schon mal an. Die Waldbeeren haben wir jetzt schon mal fertig. Laufen wir doch in der Weltgeschichte rum und tun einfach das Zeug sammeln. Weil es gibt so viel Nahrungspunkte, sage ich jetzt mal, wo man das Zeug ganz gemütlich eigentlich einfahren kann. Schau mal, das war. Außerdem habe ich in Talenten gesehen, es gibt sogar, wo man den Ertrag erhöhen kann, dass man noch mehr Nahrung kriegt. Also laufen wir jetzt halt ganz gemütlich in der Weltgeschichte rum und sammeln diese Sachen ein. Nein. Die müssen wir jetzt nicht mehr einsammeln. Zum Glück. Das ist ein Büffel. Krass. Ich habe mal nachgelesen. Der Büffel. Man muss den großen Büffel töten. Und das Jungtier sozusagen dann zähmen. Und das kann man dann zum Reittier machen. So. Beziehungsweise der Büffel ist derjenige, der den Wagen zieht. Das Tier, was wir da in der letzten Folge getötet haben, das war eigentlich mehr zum Reiten gedacht. So, jetzt tun wir mal die ganzen Sachen hier rein. So. So. So, Beeren haben wir abgeschlossen. Brauchen wir noch 60 Wassermelonen. 250 oder 60 Wassermelonen, 200 Kürbisse und haufenweise Karotten. Warte mal, kann ich die Pots? Die müssen wir. Jetzt laufen wir halt rum und sammeln das Zeug ein. Ja gut, es waren jetzt gerade mal 8 Karotten. Ist halt nicht die Welt. Was haben wir da? Eisen. Da ist schon wieder so ein komisches. Hier. Eine Wildsau. Mit der möchte ich mich nicht anlegen. Ich weiß leider nicht, wie stark sie ist. Karotten, 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 Karotten. Und da mal Wassermelonen.
Wassermelone. Was haben wir denn jetzt eigentlich schon? Wir haben 51 Karotten. Wow. Oh, schau mal, da haben wir die nächsten Karotten. Wie viel brauchen wir Karotten? 300. Jo. Oho. So. Er hat einen ganzen Stack weggenascht. Die nehmen wir mal mit. Die verputzen wir selber. Schade, das nicht. Ja, das ist schade. Au. Durch die Gitter mit Zartbitter. Karotten. Das Schöne an dem Spiel ist halt, wenn was verrottet, dann verrottet immer nur eins und nicht der ganze Stack, weißt? 70 Karotten. Na, wird doch langsam. Nur beim Fleisch wird es wahrscheinlich. Und das nächste ist Jagdlieferung. Das wird ein bisschen schwieriger. Wenn wir da dann halt Tiere jagen müssen. Oh, das wird dauern, ey. Außer es gibt irgendeine Möglichkeit, die Tiere anzulocken. Weißt du, wie das eine Gerät da? Es wird dunkel. Ein Glück, dass wir schon so viel dabei haben, ey.
holen wir uns mal wieder Sauerstoff. Nur für den Fall der Fälle. Was gedacht. Sag mal, die sagen immer zwischen 18 Uhr. Ah. Okay, ich verstehe. Das heißt, wir brauchen erstmal einen großen Stein. Das ist eine Wildsau. Du elendige Wildsau. Noch einen schönen Stein. Jetzt hoffen wir bloß mal. Oh ne, der ist. Na ja, komm. Toll. Er ist nicht existent. Oh Mann, hast du einen schönen Stein gefunden? Ne? Nö. Bin ich da. Auch einen großen Stein. Warte mal, der ist doch schön. Natürlich jetzt hoffen, dass wir keine 1% kriegen. Wie war das? Es kommt davon, wenn man es callt. Ohne Schmarrn. Das kommt echt davon, wenn man es callt. Hätte ich es nicht gesagt, wäre es nicht passiert. Wir müssen noch rein. Warum geht das nicht?
Okay. Wie gesagt, haben wir. Oh ja. Gut. Wir haben uns einen Wegpunkt hier gemacht. Falls wenn wir mal wieder schlafen müssen. Hip. Mäh. Dann können wir direkt wieder hierher. Schau an, schau an, schau an, da haben wir es doch wieder. Oh, sonst ist da nichts. Gut, dann schauen wir mal weiter. Karottin. Wassermelone. Das ist doch nicht ganz ohne. Wo ist mein Wassermelone? Warum immer bloß eine? Gib mir mal mehr Spots, Mensch. Ich hab keinen Bock, das ganze Zeug anzupflanzen. Ja, klar. Zeit hätten wir ja. Das ist natürlich nur die Frage, was ist jetzt der schwierigere Part? Die Nahrung hier einzusammeln? Oder eher das Jagen. Das ist halt das. Ich weiß es halt nicht. Kann auch sein, dass das Jagen mega einfach ist, weil man dann irgendwie ein Gerät bekommt, mit dem man die Tiere anlockt. Was ist denn das? Eine offene Höhle. Oh, Alter, ist die riesig. Okay. Aber weil die Map wieder rumspinnt, kann man jetzt nicht richtig gucken, wo das hinführt. Ein Glück, dass wir keinen Weizen brauchen. Wobei, ich glaube, Weizen wär sogar noch einfacher. Es tat weh. Nee. Ich will gar nicht wissen, an wie viel Karotten ich jetzt schon vorbeigelaufen bin. Mal was essen. Komm. Wechsel auf Inventar. Danke. So. Den Stack gefordert. Kann man wieder irgendwas einsammeln. Oh Gott, wenn ich jetzt die ganze Zeit immer hier F gedrückt halte und einfach durchlaufe, weißt.
Ja. Für die KDG. Ach, da geht's anscheinend in die Wüste. Da Melone gefunden. Gib her. Oh, Karotten. Was habe ich denn da für einen Spot gefunden, ey? Karotten, 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 Karotten. Nee, da hinten ist die Rakete. Oh, Karotten! Wieder eine Höhle, die offen ist. Boah, die ist auch voll riesig, ey. Nee, da gehe ich nicht rein. Vor allem nicht so. Komm, haben wir keine Spots mehr? Ich glaube, hier habe ich schon alles abgegrast. Das ist nämlich der Weg, den wir vorhin schon genommen haben, wie wir hier hingekommen sind. Aber hey, lieber gucke ich noch mal. So. 134 Karotten, 87 Kürbisse, 58 von diesen komischen Drecksdinger. Okay. Oh, habe ich der Wassermelone gesehen? Nee. Okay, dann hätte ich gesagt, wir laufen mal Richtung zu dem anderen Spot. Und gucken mal, was wir da an Material brauchen. Und auf dem Weg dahin brauchen wir noch knappe 50 Wassermelonen, Kürbisse und haufenweise Karotten. Aber hey, wir haben schon die Hälfte an Karotten. Wohlgemerkt, die Hälfte von Karotten haben wir schon. Die Hälfte von Wassermelonen. So. Wenn ich geguckt, wie viele Karotten haben wir? Oh Gott.
Guck mal, wir haben schon wieder 15 Karotten eingesammelt. Oh, da ist noch eine. Sehen denn da meine Augen? Was ist das? Ich bin in der Höhle. What the hell? Ich bin hier in der Höhle. Okay. Ja, okay. Ist in Ordnung. Ich hab's verstanden. Finde ich witzig, ey. Bist an der Oberfläche, bist aber in der Höhle. Du bist an der frischen Luft und kriegst Lungenentzündung. Das muss erst einmal einer dir nachmachen. Gott, was will ich mit so viel Stein? Ah, mal, komm mal. Gut. Okay. So, das ist das. Ja, genau, da müssen wir lang. Da haben wir schon wieder einen Kürbis. Echte Oh, das sind Kürbisse. Das ist schlecht. Komm her. Oh, Karotten. Karotzki. Da haben wir eine Wassermelone. Aber eigentlich wollte ich daher. Oh, guck mal. Wassermelone. Schön. Da ist auch noch eine. Nett. Alter. Fast den Meister Petz in die Arme gesprungen. Nach dem Motto, Bärchen, komm her, ich will dich knuddeln. Kuschelkurs gegangen. Ah, guck mal. Haben wir schon wieder 14 Stück. Das heißt, wir haben die ersten 100 zusammen. Aha. Wow. Wie viele Karotten haben wir? 50.
50 Karotten haben wir schon wieder. Was ist denn hier passiert? Cool. Einfach von den übelst getarnt, weißt. Was man alles findet. Oh, das muss ich mal aufschreiben. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Folge das ist. Was war das? 30. Muss ich mal aufschreiben. Ja, mal ist der Petz da hinten, hä? Glaub, ich stehe im Wald. Da wird's sehr furchtbar kalt. So wie es ausschaut, ist da schon wieder alles abgegrast in dem Bereich. Also gehen wir mal ein Stückchen weiter. Und siehe da. Kaum geht man ein Stückchen weiter, schon hat man wieder was in der Hand. Da unten waren wunderbare Kürbisse. Hier oben auch. Hier habe ich sie gesehen. Doch gewusst. Wassermelonen, Karotten. Kürbisse. Ja, guck mal. Oh, nee. Hat so ausgeschaut. Ja, wir laufen in die richtige Richtung. Über den Stein muss doch die Freiheit wohl grenzenlos sein. Über den Stein. Oh, da sind Karotten. Und noch mehr? Ja, hier. Auch noch mal Karotte, Karotte. Kürbis. Kleinvieh macht auch Mist. Über dem Stein muss doch die Freiheit wohl grenzenlos sein. So.
Karotten. Holz. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Ich sag ja. Warum anpflanzen? Einfach durch den Wald durchjumpen und alles aufsammeln, was man so findet. So kriegt man das Zeug auch zusammen. Klar, man könnte jetzt hergehen und sagen, gut, bauen jetzt ein paar Dinge auf und tun das alles anpflanzen. Und dann warten mal, bis das Zeug wächst. Aber hey, ich bin ADSler. Ich bin ADHSler. Heißt? Es dauert mir so lang. Da zu stehen und zu warten. Au. Wir haben 40 Kürbisse. Ja, wir könnten eine Menge mehr Kürbisse finden. Wir haben schon wieder fast 100 Karotten. Wenn wir auch fast 100 Karotten, dann haben wir 234 Karotten dann. Dann fehlen uns nur noch 60. So circa. Cool, dann haben wir unsere Karotten schon fertig. Oh, ich sehe schon wieder, wir sind über der Zeit. Also meine lieben Ladies und Gentlemen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt noch einen schönen Tag und bis dahin, tschüssi, euer Zausel, der gerade am Farmen ist.